auf jeden Fall auch ein bisschen Glück dabei, das gehört aber auch dazu. Aber ich denke, dass wir uns das verdient haben. Wir haben Gas gegeben, wir haben alles reingeworfen und dann auch vielleicht mit ein bisschen Glück das dann gewonnen. Ja, aber das bin ich auch schon vor der Länderspielpause. Ich fühle mich wohl hier, es wird immer besser, es ist alles gut und ich probiere einfach Gas zu geben und meine Leistung zu bringen. Flo ist ein super Trainer, er gibt uns jede Woche Anweisungen, wie wir gegen den Gegner zu spielen haben. Er will, dass wir unser Fußballspiel durchdrücken, dass wir im Ballbesitz sind, dass wir, wie wir zu verschieben haben, wie wir zu pressen haben. Es ist einfach, da merkt man, dass da sehr viel Qualität dahinter ist und er versucht uns jeden Tag besser zu machen. Das ist eigentlich ein altes Ritual, ich habe die schon länger. Eine Seite ist Österreich, eine ist Bayern. Sollten die nächsten Schimmerschoner kommen, dann glaube ich, wird sich auch Bremen draus sein. Ich bin schon noch sehr, sehr, sehr viel im Kontakt, fast jede Woche. Wir telefonieren, wir schreiben. Die fragen nach, wie ich mich fühle, wie es mir geht. Wie meine Einschätzung ist zu dem Ganzen und der Kontakt nach München ist immer noch sehr, sehr eng. Mit wem haben Sie den Kontakt da? Meistens mit Peter Herrmann, mit Brazzo. Ja, also zum Gratulieren ist noch nichts, weil wir es eigentlich noch nicht, oder mit den Punkten und alles ist es noch möglich. Natürlich haben wir ein gutes Polster, das wissen wir jetzt auch, aber wie ich davor schon gesagt habe, uns ist wichtig, dass wir unsere Spiele gewinnen und erst danach schauen wir auf die Tabelle. Auf jeden Fall, ja, das wissen wir auch, dass die meisten unten noch gegeneinander spielen und miteinander zu tun haben. Nächste Woche können wir nochmal einen riesen Schritt machen, wenn wir in Hannover gewinnen. Wie gesagt, das ist auch gut, dass wir vorlegen können und deshalb freuen wir uns schon alles auf das Spiel. Ja, das habe ich auch schon früher oder vor ein paar Wochen gesagt, dass ich nicht der Meinung bin, dass Werder Bremen was mit dem Abstiegskampf zu tun haben soll oder die Art und Weise, wie wir spielen, dass wir da früher oder später unsere Spiele gewinnen und das hat sich jetzt bewahrheitet. Wir machen gute Spiele, wir holen Punkte und das ist einfach der Lohn eigentlich auch für die harte Arbeit. Ich probiere die Woche Gas zu geben im Training, mich zu beweisen und dann wird der Trainer eine Entscheidung treffen.